Und den alten Hirsch, den stellt ihr ja doch nicht auf. Den darfst du mir ruhig wiedergeben. Das nehmen wir euch gar nicht übel. Das war so eine typische Männerdummheit vom Onkel Gustav, gell? Ah, ja, also das Kaffeekännle, das nehme ich schon. Dankeschön auch. Viel Wert hat es ja nicht. Ich habe auch schon 4 Kaffeekännle gekriegt zur Verlobung. Ach, Kaffeekännle kann man gar nicht genug haben im jungen Haushalt. Die anderen sind auch besser. Und außerdem, Erwin trinkt keinen Kaffee. Der ist so... Wirtschaftlich, ja, ich weiß. Nein, der ist so gegen aufpeitschende Getränke, sagt er. Aber ich würde das Kaffeekännle schon behalten. So etwas kann man immer brauchen zum Verschenken. Aber den Hirsch will ich natürlich auch behalten. Nein, du verstehst mich nicht, Ermale. Die Kaffeekanne gebe ich dir als Ersatz für den Hirsch. Den Hirsch hätte ich eben gern wieder, nicht? Es ist eine persönliche Erinnerung, weißt du, an der ich häng und hat ja auch für euch gar keinen rechten Wert. Das habe ich auch gedacht. Wie ich heimgekommen bin, habe ich auch gleich zu meinem Erwin gesagt, die Staudemeyers haben mir da einen schönen Dreck angehängt. Und mein Erwin hat auch gesagt, da sieht man es wieder, die liebe Verwandte. Aber da hat meine Mutter gesagt, dieser Hirsch sei gut und gern seine 300 Mark wert. Ja, woher will denn deine Mutter wissen, was der... Weil meine Mutter auf deiner Hochzeit war und du hast ihr selber gesagt, der Hirsch ist vom Kommerzienrat Binder und ist mindestens 300 Mark wert. Und dann hat mein Erwin gesagt, das ist natürlich etwas anderes und hat den Hirsch mitgenommen. Mitgenommen? Ja, wohin denn, um Gottes Willen? Das weiß ich nicht. Die haben mich um den Hirsch nicht mehr gekümmert. Aber ich kann ja damit machen, was ich will, nicht? Und zurückgeben den Hirsch, ne? Also da wird mein Erwin nicht mit einverstanden sein. Einen Hirsch für 300 Mark gegen ein Schofels Kaffeekännle, wo wahrscheinlich im Ausverkauf für 4 Mark 50... Diese Kaffeekanne ist echtes Markenporzellan, meine liebe Erna. Und sozusagen einmalig, ja, ein Modellmuster. Ich habe eben bloß sehr wolle, ob es dir zusagt, nicht? Und dann selbstverständlich das ganze Service für euch kaufe ich. Lass mich doch nicht lumpen, aber ich möchte eben aus ganz gewissen Gründen meinen Hirsch wiederhaben. Es ist aber auch gut, dass man sich Geschenke wiedergeben lässt. Also da muss ich erst meinen Erwin fragen. Und dann weiß ich nicht, ob der da überhaupt seine Zustimmung erteilen tut.